Herzlich willkommen zum Webinar MINT und Vorlesen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich zugeschaltet haben. Mein Name ist Tina Seibert, ich bin Projektmanagerin bei der Stiftung Lesen und unter anderem für das Projekt MINT Vorlesepaten zuständig, das wir gemeinsam mit der Deutschen Telekom Stiftung durchführen. Neben mir steht Christine Kranz. Hallo Christine. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Christine Kranz. Ich bin Referentin für Leseförderung bei der Stiftung Lesen, mache ganz viele Fortbildungen rund um das Thema Lesen und Vorlesen und bin auch mit den Leseempfehlungen befasst. Das heißt, ich lese viel und schreibe viele Besprechungen. Genau, also bist du heute genau richtig hier. Genau. Und bevor uns eben Christine in die Welt von MINT und Vorlesen entführen wird, wollen wir noch ein paar Rahmenbedingungen klären. Also unsere Reise in die MINT-Welt wird circa 45 Minuten dauern. Wir werden zwei Fragerunden machen, einmal zur Mitte des Webinars und einmal am Ende. Also das heißt, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, einfach rege in den Chat schreiben. Wir werden die Fragen sammeln und dann einige davon in den Fragerunden beantworten. Ja, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange. Wir haben ganz viele wunderbare Buchtipps mit Aktionsideen vorbereitet. Aber ich glaube, erstmal wirst du uns ein paar Grundlagen vermitteln, oder Christine? Genau, aber die werde ich sehr kurz fassen. Viele haben ja auch schon Erfahrung mit Vorlesen. Das heißt, ich werde nur ein bisschen was zu erzählen, wie man MINT und Leseförderung oder MINT und Sprache miteinander verbinden kann. Genau. Und was ist MINT? MINT, ja, es hat nichts mit Pfefferminz zu tun. Also ich muss sagen, dass da viele Leute ja noch gar nicht vertraut sind mit diesem Begriff. Deswegen ganz kurz, das ist eigentlich die Abkürzung von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Das sind die klassischen MINT-Themen. Und um die in Verbindung mit Vorlesen soll es in unserem schönen Projekt gehen. Schön. Ehrenamtliche Vorlesepatinnen und Vorlesepaten, ein bisschen was zum Profil. Im Prinzip geben die einfach ihre eigene Begeisterung für Bücher weiter. Ich denke, es hat sich heute niemand eingeschaltet, der nicht gerne liest. Das also glaube ich auch. Glaube ich nicht. Die vermitteln damit auch Anlässe zum Sprechen. Das heißt, die Kinder sollen nicht nur zuhören, sondern auch selber erzählen. Und da geht es dann um MINT, die wecken themenbezogenes Interesse. Das heißt, die wecken Neugier auf naturwissenschaftliche Themen. Die entdecken gemeinsam mit den Kindern die Grundlagen literarischer, aber auch wissenschaftlicher Ansätze. Wie funktionieren Geschichten, aber auch wie funktionieren Zahlen, Buchstaben, kleine Experimente. Das heißt Dinge, die darauf vorbereiten, dass man später in der Schule sich mit solchen Dingen ja sowieso auseinandersetzen muss. Und das Wichtigste kommt am Schluss. Die Beschäftigung mit diesen Themen, wenn die spielerisch ist, besetzt das Thema Bücher und Lesen nachhaltig positiv. Das heißt, die Kinder werden sich später gerne daran erinnern und werden das nicht mit Zwang und Schule und Müssen in Verbindung bringen, sondern mit Dürfen und mit Spaß. Und so wird es dann auch mit den MINT-Fächern wahrscheinlich sein. Das hoffe ich doch mal. Ein sehr schönes Zitat von Konfuzius fasst praktisch zusammen, um was es im MINT-Projekt geht. Sage es mir und ich vergesse es. Zeige es mir und ich erinnere mich. Lass es mich tun und ich behalte es. Das heißt, alles, was man selber in die Hand nimmt, was man selber ausprobiert, das speichert man eher ab als das, wo man nur zuhört. Schön. Ja, ein schönes Zitat. Das ist auch schön. Wie lernen Kinder? Ganz kurz, das werden die meisten von Ihnen ja wissen, hauptsächlich durch eigenes Tun, eben durchs Ausprobieren, durch eigene Erfahrungen, aber auch im Austausch, das heißt im Austausch mit anderen Kindern oder auch im Austausch mit den Vorlesepaten. Ganz wichtig, immer mit Freude an der Sache. Das heißt, die Kinder sollen sich gerne damit beschäftigen und nicht unter Zwang. Und das ist ein bisschen ironisch gemeint, aber schon auch wichtig. Sie lernen gut, wenn Erwachsene nicht alles besser wissen. Das heißt, man lässt sich auch von den Kindern mal belehren oder man lässt sich von ihnen was erzählen. Und die spielerische Vermittlung von MINT-Grundlagen, die setzt auf was, was alle Kinder haben, nämlich auf Neugier. Wir haben mal ein paar klassische Kinderfragen zusammengestellt. Wenn Sie mal so ein bisschen googeln nach Kinderfragen, dann kommen Sie zu ganz vielen Fragen. Vielleicht hat es ein oder andere von diesen Themen auch schon mal Ihr Kind aufs Tapet gebracht und Sie wussten nicht so recht, wie Sie beantworten sollten, warum soll ich Gemüse essen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch lange drüber nachgedacht. Oder warum fällt das Brot immer auf die Butterseite? Das heißt, ganz viele von den klassischen Kinderfragen sind eigentlich Fragen zu MINT-Themen. Und es macht sehr viel Spaß, gemeinsam mit den Kindern diesen bunten Fragen auf den Grund zu gehen. Zur Praxis des Vorlesens, da wollen wir uns heute ein bisschen kurz fassen. Wir wollen ja ganz viele Aktionsbeispiele noch bringen. Wichtig ist ein wiedererkennbarer Anfang der Aktion. Also viele Vorlesepaten kennen ja die Idee schon, mit einer Klangschale einzusteigen. Das heißt, man haut auf die Klangschale und man sagt, wenn es aufgehört hat zu klingen,
dann geht's los. Das heißt, für die Kinder ist ein wiedererkennbarer Anfang gesetzt und dann ist erfahrungsgemäß die Aufmerksamkeit eher da. Wichtig sind halt für die Kinder Rituale. Das heißt, die Kinder sollten vorgelesen bekommen an möglichst festen Tagen, zu festen Uhrzeiten, und sie sollten auch eine Beziehung zum Vorleser aufbauen. Das heißt, sie freuen sich auch, wenn immer derselbe kommt. Und wenn es nur alle 4 Wochen ist, donnerstags, nachmittags, aber dann freuen die sich darauf, und das ist eine Struktur für die Kinder, auf die sie sich verlassen können, und das ist ein Grundbedürfnis von Kindern, solche Strukturen. Schön. Ja, die Do's and Don'ts. Ich finde das ja, ist ja sehr trendig, ne? Do's and Don'ts aufzustellen. Ich habe gedacht, ich bin jetzt auch mal trendig. Das Rote ist falsch und das Grüne ist richtig, hast du dir schon gedacht, oder? Das habe ich mir gedacht. Das sind ja so Signalfarben, die kennt man ja auch so aus dem Alltag. Also was ist böse? Lies mal das erste vor. Was ist böse? Vortrag. Vortrag ist böse. Also Vortrag ist nicht der Sinn einer Vorlesestunde, sondern man entdeckt den Text gemeinsam durch Erzählen, Fragen, Benennen, Zeigen, ne? Nicht gut ist, wenn man Fragen während des Lesens abblockt. Leider sehe ich das immer noch öfter. Mhm. Also so ein bisschen, pscht, nachher. Ne? Schade, man sollte also die Reaktionen der Kinder, wenn denn welche kommen, auch kreativ und produktiv einbinden und in einem gewissen Rahmen drauf eingehen und natürlich auch nachher noch drüber reden. Was viele, die noch nicht viel Erfahrung haben im Vorlesen, machen, die kleben an ihrem Text. Das heißt, die lesen wirklich Wort für Wort den Text vor. Und das ist nicht gut, man muss spontan reagieren können. Viele wissen das, man kürzt einfach und bietet einen Mix aus Vorlesen und Erzählen an. Das ist viel kurzweiliger. Mhm. Man kann sich auf die sprachlichen Voraussetzungen der Kinder einstellen. Und viele Kinder haben noch keine Vorleseerfahrung, die können nicht so lange zuhören. Da kann man mit dem Erzählen meistens mehr punkten. Jetzt kommen so ein paar kleine Techniksachen: zu leise, zu schnell, monoton, ohne Pausen. Ist ja eigentlich klar, dass das rot ist, ne? Soll man nicht machen, sondern laut. Langsam, lebendig, das heißt, es soll an Mimik und Gestik auch abzulesen sein, um was es geht, und man liest nicht gleichbleibend und ordentlich vor, sondern man geht da so ein bisschen rein, je nachdem, was man für ein Typ ist, mehr oder weniger. Und Pausen, ganz wichtig, wo die Kinder mal Zeit haben zu lachen oder auch was zu fragen. Ja, eines meiner berühmten Blümchen, alle meine Kollegen kennen die schon. Das heißt, in der Mitte steht der Text und drumherum angeordnet habe ich die möglichen Aktionen, die praktisch jeder Vorlesepate sich rauspicken kann oder jede Vorlesepatin. Das heißt, die Tina Seibert würde sich eventuell, was würdest du dir nehmen? Ich würde mir jetzt das Malen und Basteln aussuchen, siehst du, glaube ich. Das ist nämlich wirklich gut, weil das würde ich mir niemals aussuchen. Das heißt, man nimmt sich das, was zu einem passt. Also zum Beispiel recherchieren würde mir immer Spaß machen. Und Experimente, also das finde ich super spannend. Wobei, das habe ich auch erst jetzt entdeckt in der Vorbereitung, wie viel Spaß das macht. Ne? Ja. Das heißt, sie haben also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, kleine Experimente in Anführungszeichen, malen und basteln, schreiben und dokumentieren, was konstruieren oder bauen, recherchieren mit den Kindern gemeinsam oder die Welt der Zahlen spielerisch entdecken. Aus all den Sachen suchen sie sich das aus, was ihnen Spaß macht, was zu ihnen passt und was sich möglichst unaufwendig in eine Vorlesestunde einpassen lässt. Ganz kurz zu jedem Punkt ein kleiner Hinweis, also Experimente, eigentlich nennt man es gar nicht so, aber wir nennen es der Einfachheit halber mal so, das ist ja eigentlich mehr so eine spielerische Aktion. Die soll möglichst einfach sein, möglichst schnell durchzuführen, aber trotzdem möglichst spektakulär. Das heißt, Neugier ist bei den Kindern immer da, und was auch da sein sollte, ist Staunen. Die sollten also immer staunen und sich fragen, warum das so ist, weil das führt ja dann zu dem eigentlichen MINT-Thema. Und wir können jetzt auch schon mal ein bisschen neugierig machen. Also wir haben auch ein Experiment heute mitgebracht. Und wir haben es vorher auch ausprobiert, damit wir uns hier nicht fürchterlich blamieren. Und zumindest in der Generalprobe hat es geklappt. Ja. Gut. Also wir werden, also bleiben Sie dran, weil es wird spannend. Bei Malen und Basteln bitte mit der Einrichtung absprechen, ob nicht vielleicht die Materialien vor Ort sind. Das heißt einfach Stifte, ein bisschen Papier, eine Schere, Kleber. Sehr gerne genommen werden immer Kataloge, weil man kann aus zum Beispiel Gartenfachmarktkatalogen oder Möbelkatalogen kann man ganz gut was ausschneiden, daraus kleine Lexika zusammenstellen und eine wissenschaftliche Struktur in Dinge bringen. Mhm. Das finde ich sehr spannend und sehr billig. Ne? Konstruieren und bauen, auch da sollte man nicht Dinge kaufen oder mordsmäßig danach suchen, was man alles mitbringen sollte, sondern man kann in der Einrichtung gucken, was ist an Spielmaterialien da, vom einfachen Holzklotz bis zum Lego-Material eignet sich zum Konstruieren und Bauen ja ganz viel, was schon da ist.
Vorlesen plus vertiefende Anschlussaktion heißt auch recherchieren. Je älter die Kinder werden, desto wichtiger wird das. Mhm. Das heißt, wenn die in der Grundschule sind, sind die oft schon relativ fit im Internet, Ende der Grundschule. Und da kann man am besten recherchieren über die sogenannten Kindersuchmaschinen. Das heißt, die ersetzen die Suchmaschinen, die wir immer nutzen. Und die Kinder kommen von da, wenn sie einen Suchbegriff eingeben, immer nur auf Kinderseiten. Und da gibt es zwei ganz große, es gibt noch mehr als die, aber das sind die bekanntesten. Und zwar fragfin.de oder blindekuh.de. Das heißt, wenn du da jetzt eingeben würdest, Eule, kämst du nur auf Kinderseiten, die dir erklären, was ist die Eule, wo lebt die Eule, gibt es Experimente zum Thema Eule. Das heißt, es ist dann schon auf dem Niveau der Kinder erklärt und auch mit kindgerechten Beispielen veranschaulicht. Ja, und jetzt kriegen wir schon mal einen Fuß in die Tür zum zweiten Teil mit einem ganz praktischen Buchtipp. Und zwar Agathe zählt die Sterne. Jetzt kannst du dir wahrscheinlich denken, zu welcher Aktion das gehört. Ne? Es steckt im Titel wahrscheinlich. Es steckt im Titel schon drin. Zählen, richtig. Es ist ein ganz besonders schönes Buch zum allerersten Kennenlernen der Zahlen. Das heißt, Agathe, die neugierige Giraffe, entdeckt die Zahlen und versucht immer zum Beispiel die Punkte des Marienkäfers, also ihre Freundin heißt Marie Käfer und sie möchte gerne bei Marie Käfer die Punkte zählen, aber leider fliegt sie vorher weg. Oder sie möchte die Blätter am Baum zählen, aber leider frisst das Zebra sie vorher auf. Und es sind kleine Frusterlebnisse, aber es macht trotzdem Spaß, vor allen Dingen dem Betrachter. Und am Ende werden die Sterne am Himmel gezählt und ich denke, da haben sie noch eine Weile zu tun. Also ein wunderschönes Buch, wo man zum Beispiel auch ganz einfach kleine Experimente machen kann, wie man nimmt einen Kreis, man tupft auf die eine Seite drei schwarze Punkte, man klappt das zusammen, schon hat man sechs schwarze Punkte und einen Marienkäfer und man hat auch noch ein bisschen rechnen gelernt. Wunderschön. Sehr schön. Gut, ja, dann wären wir jetzt eigentlich schon bei unserer allerersten Fragerunde. Wir hoffen, dass ein bisschen was reingekommen ist, was Sie rund um diese Hintergründe, die wir Ihnen jetzt so ein bisschen vorgestellt haben, vielleicht noch wissen möchten. Und danach fangen wir dann mit den Buchbeispielen und den Aktionsideen an. Genau. Falls noch keine Fragen bisher sind, würde ich dir gerne eine Frage stellen, ja, Christine. Also kann man denn eine solche Vorleseaktion rund um die MINT-Themen, ja, kann man die auch gut mit Kindern machen, die eben noch nicht so gut Deutsch sprechen können? Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns jetzt alle auseinandersetzen, im Moment ganz aktuell. Und die Antwort heißt natürlich ja. Und man kann es sogar ganz besonders gut für Kinder, die sprachlich vielleicht noch nicht auf dem Niveau der anderen Kinder sind, anbieten, weil ausprobieren immer ein Spaßfaktor beinhaltet und die Kinder neugierig macht. Und immer mit Ausprobieren und Experimenten ist auch Sprechen, Benennen, Zeigen verbunden. Das heißt, die Kinder lernen, ohne dass sie es merken und ohne dass das eine Art Vokabeltraining ist, ganz viele neue Begriffe. Gut. Eine Frage, die wir auch ganz oft hatten schon von unseren MINT-Vorlesepaten ist, wie trete ich denn am besten an eine Einrichtung an? Also wie finde ich am besten eine Einrichtung? Am allerbesten klappt das, wenn es schon irgendeine Art von Kontakt zu einer Einrichtung gibt. Das heißt, wenn es also zum Beispiel Kontakte zu einem Kindergarten gibt, wo die eigenen Kinder oder Enkel waren oder vielleicht die Kindertagesstätte, wo die Nachbarskinder hingehen oder die Schule, wo das Nachbarskind hingeht, dann sollte die Einrichtung möglichst in der Nähe sein, weil erfahrungsgemäß macht man das nicht lange, wenn es mühsam ist, dahin zu kommen. Das heißt, gucken, was liegt in der Nähe, habe ich da eventuell Kontakte hin, kann ich jemanden fragen, der mich vielleicht auch da einführen kann und dann einfach ein Herz fassen, hingehen, das Projekt kurz vorstellen, auf die Seite eventuell auch des Netzwerks vorlesen, verweisen und einfach fragen, ob man da anfangen kann mit einer regelmäßigen kleinen Vorleseaktion. Super, danke für die Tipps. Gerne. Genau, dann würde ich sagen, Sie sammeln weiter Fragen und stellen sie im Chat und dann beantworten wir die gerne am Ende des Webinars. So, dann kommen wir jetzt zu den Sachbilderbüchern. Ja, da freue ich mich ja schon die ganze Zeit drauf, weil das hier ist eines meiner persönlichen Favoritenbücher. Mhm. War dieses Jahr auch im Leipziger Lesekompass und hat ganz vielen Leuten ganz furchtbar gut gefallen. Hat auch viele Preise ansonsten noch eingeheimst. Es ist ein Sammelsurium der Tiere. Und hier siehst du und hier sehen Sie, es sind einfach nur die Tiere abgebildet, allerdings sehr witzig. Und mit dem Begriff jeweils drunter, aber dann mit sehr eigenartigen Kategorien, in die eingeordnet werden. Ne? Also jetzt nicht zum Beispiel Hühner oder Amphibien, sondern jetzt hier die Lauten. Und dann muss man überlegen, welche Tiere sind denn wohl laut? Ne? Oder die Legendären, was würde dir denn einfallen zu legendäre Tiere?
die vielleicht schon ausgestorben sind. Das sind die Falsch? Verschwundenen. Das sind die Verschwundenen, die natürlich. Die legendären sind die, die es nicht gibt. Fabelwesen richtig. Beispielsweise. Ja, genau. Also vielleicht ein Drache. Ein Drache oder auch ein Einhorn, ja, ne, gehören zu den legendären Tieren. Und das weiß ich, dass du es weißt, weil du schon geguckt hast. Was findet man zum Beispiel im Kapitel Die Schnellen? Ich glaube, da ist dann schon keiner mehr abgebildet, weil die einfach so schnell waren. Genau, hier hat man das Kapitel Die Schnellen. Und da sieht man also nur, da steht Libelle oder Wachtel, aber da ist nur noch ein Pfeil und so eine Art, wie man sieht, wo sie da weggezischt ist. Aber in Wirklichkeit sieht man kein einziges Tier, sie waren einfach zu schnell. Ja, aber das ist ja dann auch schon wieder ein schöner Anreiz für die Kinder, die einfach mal nachzurecherchieren. Wunderbar. Ja, und das Schöne daran ist, dass so Wissenschaft ja funktioniert. Man muss sich ja immer erstmal Strukturen schaffen, also Ordnungsprinzipien aufstellen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass man hier den Kindern die Ordnungsprinzipien überlässt. Mhm. Das heißt, die Kinder dürfen die selber aufstellen. Es sind keine festen Ordnungsprinzipien wie in jedem Lexikon, sondern das Kind macht seine Ordnungsprinzipien selber und das macht viel mehr Spaß. Auf jeden Fall. Das würde mir auch mehr Spaß machen. Glaube ich. So, dann haben wir hier Lumpi Lampe Luftballon, das Dingebuch für Alltagsforscher. Und ganz ehrlich, jedes Kind ist ein Alltagsforscher. Das sind die vielen Warum-Fragen, die Kinder ja immer stellen. Ne? Warum ist die Banane krumm? Wir haben es ja schon gehabt. Und hier wird jetzt zu ganz vielen Phänomenen des Alltags wird immer ein Bild gezeigt. Und dann wird dazu erklärt, wie zum Beispiel die Geschichte dieses Lebensmittels oder dieses Wesens oder dieser Erfindung ist. Zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass der Brezel eine heilige Geschichte hat. Das heißt, dass er einen religiösen Hintergrund hat. Aha. Oder, nein, also ich wusste es wirklich nicht. Oder zum Beispiel auf den Hund gekommen, woher der Ausdruck kommt. Ist übrigens kein mintiger Hintergrund, aber die Forschung ist ja mintig. Ja, die ist auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr interessant. Man kann die kleinen Passagen vorlesen oder erzählen. Mhm. Schlauerweise würde man natürlich die Kinder vorher mal nach ihren eigenen Vermutungen fragen, woher der Begriff gekommen sein könnte. Und danach kann man mit den Kindern zum Beispiel überlegen, was für ein Phänomen würdest du denn gern noch erklärt bekommen? Und dann macht man das gemeinsam. Ein wunderbares Buch. Toller Anlass für eine Recherche, ja. So. Unser Willi-Virus, Christine. Der ist im Moment ganz aktuell, zum Beispiel bei mir. Allerdings ist im Moment mein Schnupfen Heuschnupfen und kann nicht auf einen Virus zurückzuführen, aber ich kann das gut nachvollziehen. Es ist ein sehr lustiges Buch über den Schnupfenvirus Willi, der also seine Leidensgeschichte, weil er wird ja sehr verkannt und sehr missachtet. Das ist sehr, sehr traurig. Und hier werden zum Beispiel Bakterien oder Bazillen dargestellt, wie man sie unter dem Mikroskop sehen würde. Und sie sehen ja wirklich toll aus. Ne? Sehr schön. Die haben ja wunderschöne, könnte man eine Gardine draus machen, ne, aus diesem Muster. Also ja, oder Bettwäsche. Wunderschön. Ja. Und dann wird hier wirklich ganz viel Sachinfo vermittelt, aber auf eine total originelle, witzige und auch künstlerisch sehr ansprechende Art und Weise. Und was ich sehr witzig finde, also am Anfang hat man hier in, ich glaube, 20 Sprachen Hatschi. Ne? Mhm. Das heißt also, du wüsstest jetzt, wie man auf Türkisch Hatschi sagt, Hapschu, ich glaube, so spricht man es aus, oder auf Französisch Achum. Und damit man damit nicht einfach im Raum steht, hat man am Schluss nochmal auch in diesen 20 Sprachen Gesundheit. Das heißt, man könnte dieses Buch auch ganz wunderbar nehmen, zusammen mit einem Päckchen Tempotaschentücher als Begleitmaterial, um mit Kindern aus verschiedenen Ländern eine sehr interessante und aufschlussreiche Vorlesestunde zu machen. Und danach freut man sich dann auf seinen nächsten Schnupfen. Dann weiß man wenigstens, warum man ihn hat. Okay. Ne? Für die Älteren was, oder? Genau, das ist was für die Älteren. Und zwar geht es da jetzt so ein bisschen drum, dass Sachbücher zum Vorlesen eigentlich bildlastig sein müssen. Also wenn man jetzt hier mal guckt, hat man doch überwiegend Bilder und relativ wenig Text, weil sie haben ja nicht viel Zeit in der Vorlesestunde. Und es soll ja nachher auch noch eine kleine Aktion gemacht werden. Das heißt, man blättert das durch, die Kinder bleiben an irgendwas hängen, was sie super interessant finden. Dann können die Kinder eventuell auch selber schon diese Informationen lesen. Also zum Beispiel auch die ganz schwachen Leser können vielleicht die Überschrift schon vorlesen und dann kann man gemeinsam sich hier den Text erschließen. Ich habe hier natürlich in die Geschichte des Telefons ein kleines Lesezeichen gemacht und als Idee, wem würde das nicht einfallen, ich habe jetzt extra Artischockenböden gekauft, damit ich zwei leere Dosen hatte, in die ich unten ein Loch reingemacht habe, die ich dann mit einer Schnur verbinden kann und dann könnte ich mich mit dir unterhalten, auch wenn du im Nebenzimmer oder sogar noch weiter entfernt stehst. Das Dosentelefon gibt es schon seit 300 oder 400 Jahren und ich glaube, jedes Kind hat das schon mal gemacht und man hat es vielleicht vergessen, wäre eine super Aktion dazu. Schöne Idee. Ja.
Dann kommen wir jetzt zu den Bilderbüchern, zur erzählenden Literatur. Das waren ja jetzt bisher Sachbücher. Genau, also die Sachbücher eignen sich zum Beispiel ganz gut, wenn man eine sehr unruhige große Gruppe hat, weil man dann keinen Spannungsbogen hat, der unterbrochen werden kann. Das heißt, für eine große Gruppe würde ich zum Beispiel gerne Sachbücher nehmen. Aber wenn man eine kleine Gruppe hat und es ist vielleicht auch Zeit und Muße, dann kann man auch mal eine Geschichte vorlesen. Mhm. Und die hier hat einen wunderbaren Sachbezug. Sie fängt tomatenrot an. Wie das Tomatenfest, der Titel des Wie Buches. Wie das Tomatenfest, ja. Genau. Schön. Und dann geht es um ein kleines Mädchen, was eine kleine Tomatenpflanze vor dem Supermarkt entdeckt, die etwas kümmerlich aussieht. Und sie rettet sie und sie pflanzt sie ein und sie sammelt die Raupen ab. Mhm. Und sie fährt mit ihr in Urlaub und setzt sie bei der Großmutter wieder ein, rettet sie vor dem Tsunami. Und am Ende gibt es ein großes zeremonielles Tomatenfest. Und ich meine, da liegen die Aktionsideen echt auf der Hand. Dazu also zum Beispiel, wo ist meine Tomate, die Kirschtomaten oder auch verschiedene Tomaten mal mitzubringen, die Kinder die bestimmen zu lassen, ein kleines Tomatenlexikon anzulegen und selbstverständlich auch Tomaten zu probieren. Das ist, liegt so auf der Hand, da braucht man sich gar nicht groß Gedanken drum machen. Ein ganz wunderschönes Buch. Sehr hübsch. So, und dann auch wieder was für die Älteren. Was ganz anderes. Das ist ein Buch, was inzwischen auch verfilmt worden ist, von Jo Nesbø, einem Thriller-Autor, den wahrscheinlich viele kennen, der sehr lustige Kinderbücher geschrieben hat. Und man kann wahrscheinlich erkennen, um was es geht. Antrieb? Um sehr speziellen Antrieb, ja. Weil ein Professor hat also ein spezielles Pupspulver erfunden, hat auch eine spezielle Hose dafür entwickelt, wo man das Hinterteil runterklappen kann und mit so, ja, im Prinzip Düsenantrieb kann er sich also sogar in die Lüfte heben, natürlich unter entsprechendem Geknatter. Und ich kann nur sagen, das Buch ist genial, es ist so furchtbar lustig vorzulesen. Natürlich liest man jetzt hier nicht das Ganze, sondern entsprechende Passagen und könnte dann auch einen Versuch machen, sogar den Versuch, den wir nachher sowieso noch zeigen. Den könnte man hier Stimmt, auch, der würde da auch der passen. Würde da auch passen, ne? Das heißt also, wir machen Sie noch ein bisschen neugieriger, genau. Bleiben Sie dabei. Ne? Ein wunderbares Buch für Mitte Grundschule, klappt aber auch noch mit den 10-Jährigen, also das können Sie ganz lange einsetzen. So, dann wollen wir uns noch ein bisschen in die digitale Welt begeben. Ja. Du hast sogar dein Tablet mitgebracht. Ich habe sogar mein Tablet mitgebracht. Weil es nun mal so ist, das ist die Lebenswirklichkeit der Kinder. Das heißt, die Kinder beschäftigen sich mit Tablet und Smartphone, schon die Allerkleinsten können sehr versiert damit umgehen. Mhm. Und es macht einfach Sinn, an die Lebenswirklichkeit der Kinder anzuknüpfen. Und ich finde, gerade bei MINT ist ja Technik ein wichtiges Thema. Und da finde ich sehr schön, wenn man zum Beispiel im Anschluss an ein Bilderbuch kleine Versuche macht. Also hier geht es jetzt um Pettersson und Findus. Du kennst Pettersson und Findus, ja, ne? Dieser freche kleine Kater und der alte Pettersson. Und hier fragt dann Pettersson, hilft dem Muckler, das sind diese kleinen Wesen, an den Apfel zu kommen. Dann verschwindet er wieder. Und viele, die noch nie ein Computerspiel gemacht haben, sind erstmal etwas ratlos. Was würdest du machen, um dem Muckler an den Apfel zu helfen? Also wir sehen ja hier, dass wir so eine Winde haben und hier unten auch. Okay. Also würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir das Seil brauchen. Sehr schön, dann nimmt man das Seil, verbindet die. Und warum könnte die Kuh nach vorne gehen? Also ich würde wegen dem Käse nach vorne gehen, aber die Kuh ist, Kuh. Genau, die Kuh ist eher gesund und isst die Karotten. Okay, jetzt gucken wir, ob die Maschine funktioniert. Ah, der Muckler kommt an den Apfel. Schön. Und das sind natürlich im Prinzip physikalische Experimente, ne? Die man ganz wunderbar, es sind 25 Erfindungen, es gibt sogar mehrere Pettersson und Findus Apps und das kann man sehr schön im Anschluss an eine Vorleseaktion mit den Kindern machen. Dann gibt es die kleine Raupe Nimmersatt. Das ist jetzt dein Fachgebiet, weil es dazu einen ganz wunderschönen, wirklich interessanten Screencast gibt. Vielleicht erzählst du da kurz was dazu. Also mittlerweile haben wir schon zwei Screencasts produziert im Rahmen des Projektes MINT Vorlesepaten. Einer davon ist eben zur kleinen Raupe Nimmersatt und ihre Freunde. Wir werden jetzt weitere Screencasts veröffentlichen. Man findet diese auf der Website der Deutschen Telekom Stiftung und im Netzwerk Vorlesen der Stiftung Lesen. In dem Screencast kriegt man einen guten Einblick, was man eben mit der App alles machen kann, wie die App aufgebaut ist. Und gleichzeitig geben wir da auch eben auch schon erste Tipps, Vorlesetipps. Wie kann man diese App in die Vorlesestunde einsetzen? Also bei der kleinen Raupe Nimmersatt zum Beispiel haben wir eine interaktive Vorlese-App. Das heißt, wir haben kleine, einfache Spiele zu verschiedenen MINT-Themen wie Form, Farben, Natur. Ernährung. Ernährung, genau.
Und aber gleichzeitig auch immer schöne kleine Sachtexte, die sich ganz wunderbar vorlesen lassen. Also es Also hat nichts mit dem Buch, mit der Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt zu tun, sondern es ist praktisch eine Weiterentwicklung als Sachbuch. genau. Und gleichzeitig kann man natürlich dann das Buch Das einfach Buch, mitbringen richtig. und da eine runde Vorlesestunde zum Beispiel Genau. zusammensetzen, ja? Finde ich sehr schön. Auch dass man, gucken Sie mal in den Screencast rein, weil bei Apps ist ja das Problem, man kann nicht reinblättern. Deswegen finde ich das sehr nützlich, wenn man sich das als Screencast angucken kann. Genau. Noch eine letzte App. Es gibt also auch Themen wie Weltraum. Also jetzt hier zum Beispiel mein Raumschiff von Urban Pockets. Zeige ich jetzt nicht, weil es ein bisschen aufwendigere App ist. Aber hier finde ich zum Beispiel die Idee sehr anschaulich. Es geht um die Planeten, es geht um das Raumschiff, um die Raumstation. Aber speziell das Thema Planeten fand ich ganz großartig gemacht, weil man da zum Beispiel Größenvergleiche analog zu dem Verhältnis der Obst- und Gemüsesorten zueinander hat. Also wusstest du, wenn die Erde eine Kirschtomate wäre, wäre die Sonne immer noch 4 Meter groß? Wahnsinn. Nein, das wusste ich nicht. Jetzt weißt du Aber es. jetzt habe ich auch eine Vorstellung. Ja. Also das kann man ja anfassen sozusagen, Genau. Ne? ja? Man kann es anfassen, man Kirschtomate. kann es hin und her schieben, man kann die Obst- und Gemüsesorten mitbringen. Dann wird es noch ein bisschen plastischer und ich bin total begeistert davon. Und das mögen nicht nur Jungs, also das mögen auch Mädchen. Genau. Ja, eine beruhigende Nachricht, oder? Weil Ja. man braucht nicht unbedingt MINT-Bücher für MINT-Aktionen. Das heißt, Sie kriegen ja von uns ganz viele schöne MINT-Tipps. Die Frau Seibert zeigt ja nachher auch noch, wo Sie die finden. Aber Sie können auch einfach eigene Bücher nehmen, weil im Prinzip, ganz ehrlich, ich komme von jedem Buch auf ein MINT-Thema, wenn ich das denn gerne möchte. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel die kleine Hexe von Ottfried Preußler. Was würde dir MINTiges dazu einfallen? Also das Cover springt mich ja quasi jetzt auch an, ja. Sie sitzt auf einem Besen, also eigentlich ja, Fliegenantrieb. Da sind wir auch schon wieder bei Dr. Proctors Genau, Pupspulver genau. sozusagen. Oder wir würden dann in diesem Buch über die Erfinder nachgucken, wo über die allerersten Flugmaschinen was steht und würden das kombinieren mit einem kleinen Auszug aus der kleinen Hexe, wo sie mit ihrem Besen Fliegen übt. Könnte man sehr gut kombinieren und man hätte eine MINT-Vorlesestunde mit einem klassischen Roman. Oder zum Beispiel, was ja auch bei allen Kindern sehr beliebt ist, sind Magnete. Also ich habe jetzt hier so verschiedene Formen von Magneten. Das hat ja wahrscheinlich auch jeder im Haushalt. Und das würde sich zum Beispiel, ist mir so spontan eingefallen, für Jim Knopf und die wilde 13 eignen. Weil die fahren zum Beispiel an den Magnetfelsen und müssen den aktivieren, damit das Meeresleuchten wieder angeht. Aber wenn sie es aktiviert haben, bleiben sie mit ihrer Lokomotive dran kleben. Wie lösen Sie dieses Problem? Ne? Da muss man mit den unterschiedlichen Polen arbeiten. Das heißt, Ja. man kann wunderbar ein MINT-Thema mit Jim Knopf erklären. Und das finde ich eine tolle Aktion für die Grundschule. Könnte ja sogar ich noch zum Physikexperten Aber werden. absolut. Sehr gut. Genau, jetzt wollen wir ein bisschen noch mehr in die In die Tiefe. Tiefe gehen mit ganz präzisen Beispielen, also zum Beispiel hier einem ganz neuen Buch, Psst, war da was, über verschiedene Tiere, die vorne mit kleinen Steckbriefen vorgestellt werden. Also sehr interessant und eine tragende Rolle spielt hier auch dieses Tier, das Opossum. Wusstest du, dass Opossums sich totstellen, wenn sie Angst haben? Also nein, aber es wäre auch meine Reaktion wahrscheinlich. Ja, man sieht auch hier, die Tiere haben also schrecklich Angst, weil es geht die Farmer um die Nachttiere kämen. Und hier sieht man schon, dass das Opossum, dem wird schon schwummerig und wenig später liegt es auch schon da. Und dann wird es also von den anderen Tieren praktisch durchgeschleift durch das ganze Buch. Alle sind in Panik vor den Nachttieren und was stellt sich am Ende raus? Es sind natürlich alles selber Nachttiere. Das heißt, man kann eine sehr lustige Aktion mit sehr viel Sachwissen verbinden und könnte analog zu diesen kleinen Steckbriefen natürlich noch weitere Tiere, über die auch Geschichten erzählen und eigene Steckbriefe nach diesem Muster dann auch erstellen, was wieder ein wissenschaftlicher Ansatz wäre. So, dann kommen wir zu Otto findet Ich was. liebe Otto. Er hat so ein bisschen Packpapier-Charme. Die Illustrationen sind vielleicht erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde sie einfach großartig. Es geht um Otto, den Mistkäfer. Ich finde Mistkäfer sehr, sehr interessante Tiere. Der kennt sich aus mit runden Sachen, weil es ist ja ein Pillendreher. Aber eines Tages plumpst ihm etwas Rundes, Weißes, seltsam Gedelltes vor die Nase und er weiß nicht, was es ist. Und er denkt, was wäre auch deine erste Idee gewesen? Ich würde sagen, es ist ein Ei. Hat er auch gedacht. Und dann denkt er, Ei, Brüten, wer könnten die Eltern sein? Und dann geht er auf die Suche und fragt verschiedene Tiere, den Strauß, das Krokodil, den Frosch, ist das dein Ei? Und alle Tiere leugnen also die Erzeugerschaft. Und am Ende kommt er auf einen Platz, man kann es vielleicht hier sehen, wo ganz viele dieser Eier rumliegen und wo sich zumindest für den
Betrachter des Buches das Rätsel löst. Und wir haben hier eine sehr schöne Aktion unserer Bastelfeen. Genau. Also ich bin es nicht. Wir haben basteln lassen. Wir sind jetzt ehrlich. Wir sind ehrlich, wir haben basteln lassen. Ja. Und ich habe es auch noch nicht gesehen, das heißt, ich weiß nicht, was zu was gehört. Genau, also ich lasse dich jetzt mal raten. Ja? Ja. Also wenn Sie jetzt Ihre Vorlesestunde haben, könnten Sie quasi einfach die Eier vorausgeschnitten in maßstabsgetreu mitbringen, ja, und einfach mal auf den Tisch legen. Mhm. So. Und jetzt würde ich dich erstmal bitten, dass du das nach der Größe sortierst, der Eier. Dass man dann auch mal sieht. Das Kleinste? Genau, das Kleinste. Dann fangen wir das, machen wir das doch hier hin. Dann, da bin ich jetzt nicht sicher. Das da? So vielleicht? Damit bin ich einverstanden. Ich denke, die sind so ungefähr gleich groß. Die sind so ungefähr gleich groß. Ich weiß ja noch gar nicht, zu wem sie gehören. Genau. Mhm. Dann rate doch mal. Was würdest du denn zum Beispiel... Das weiß ich. Echt? Ja, wir haben einen Teich. Ja, okay. Und? Das ist vom Frosch. Sehr gut. Ne? Also das heißt, wir gucken jetzt mal hier. Ne? Ah ja, da ist er. So, und jetzt, da verließen Sie ihn, weil jetzt musst du weitermachen. Ich habe keine Ahnung. Ach doch, das hier ist wahrscheinlich mein Frühstücksei. Ne? Genau, weil Sie können die Karten, also Sie können beispielsweise Bilder von den Tieren online ausdrucken, aber Sie können natürlich auch sich die Arbeit machen und die Tiere malen, aber müssen Sie natürlich nicht. Dann haben es die Kinder auch ein bisschen leichter. Sie haben es vor Augen, Sie können dann direkt die Tiere den Eiern zuordnen, nach dem Ausschlussprinzip dann sozusagen. So, und das weiß ich nicht. Soll ich raten? Ja. So? Richtig, Christine, sehr gut. Ah, ich bin so stolz. Hervorragend. Am besten rundet man dann die Aktion noch ab, wenn man irgendwie ein paar tolle Sachinfos im Gepäck hat. Ich habe dir eine wirklich interessante Sachinfo mitgebracht, Christine. Bitte? Also zum Hühnerei, ja, zum handelsüblichen Hühnerei. Die Farbe des Eies hat nichts mit dem Gefieder des Huhnes zu tun, sondern mit der Farbe des Ohrläppchens. Von wem? Vom Huhn. Ein Huhn hat ein Ohrläppchen. Siehst du, da fängt schon an. Habe ich auch nicht gewusst, bis vor zwei Tagen. Okay. Aber das fand ich total spannend. Ja, sehr cool. Jetzt bräuchte man noch ein Bild von dem Ohrläppchen, aber... Okay, ach, jetzt kann ich aber dann auch was, wo ich dich erwischt habe, ne? Ja. Mit gewisser Unkenntnis. Ist dir peinlich, ich erzähle es trotzdem. Ich habe im Seminar erzählt, dass man mit Eiern einen sehr schönen Versuch machen kann, den jede Hausfrau sofort reproduzieren könnte, nur Frau Seibert nicht. Wie stellt man fest, ob ein Ei frisch ist? Was hast du gelernt? Ich hoffe, ich kriege es jetzt auch noch zusammen. Ja, ich habe ja auch gelernt, dass man alles anfassen und ausprobieren sollte. Genau. Das haben wir aber ja nicht machen können. Die Eier sind dann frisch, wenn sie unten am Boden liegen bleiben. In einer Schüssel mit Wasser. Genau, in einer Schüssel mit Wasser. Und wenn sie nicht frisch sind, steigen sie nach oben. Richtig. Also wenn sie halb frisch sind, stellen sie sich auf. Und wenn sie schwimmen, solltest du sie auf gar keinen Fall. Und was war Ihre Antwort, statt dass sie mir dankbar ist? Ich kaufe nur Eier mit Datumsangabe. Ja. Ja, auch möglich, aber vielleicht als Aktion nicht so nett. Nee, nein, absolut. Okay. Also und ich bin auch jetzt dankbar. Ich habe was dazu gelernt. Ich werde das zu Hause einfach mal ausprobieren. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Dann machen wir mal weiter. Genau. Ah, ja, unser Liebling, unser aller Liebling und natürlich auch der Liebling vieler Kinder, die Olchis. Genau. Das geheime Olchi-Experiment gehört zu den Olchi-Büchern, die etwas umfangreicher sind. Das heißt, wir haben jetzt hier also einen Text, der, sagen wir mal, für die zweite, dritte, eher die dritte Grundschulklasse funktioniert. Und es geht darum, dass Olchis, erklär doch mal ganz kurz, was Olchis sind. Olchis sind kleine grüne Wesen, die auf dem Schrottplatz wohnen. Auf einer Müllhalde. Auf einer Müllhalde und eben Müll zu sich nehmen, das auch super vertragen, auch nur das mögen. Sie kriegen Bauchweh, wenn sie was Frisches essen. Ja. Das ist schlimm. Ja. Sie vertragen aber ohne Probleme Reißzwecken, Auflauf mit überbackenen Stinkersocken. Aber entsprechend ist dann halt auch die Verdauung. Ja, die Verdauung ist eben etwas gebläht. Ah, gebläht. Ja. Also sie geben Töne von sich. Ich möchte das jetzt nicht so gerne hier ausführen, aber wir können es ja mit dem Experiment ja, genau. Also ich verschwinde mal kurz unterm Tisch. In unserer Hexenküche. Genau. Im Prinzip ist dieser Versuch ganz einfach. Also man braucht eigentlich nur eine Plastikflasche, die man ungefähr ein Drittel mit Essig füllt. Außerdem braucht man einen Ballon. Jetzt habe ich unseren Trichter verloren. Nein, habe ich doch nicht. Einen Ballon. Den haben wir hier auch schon drüber gestülpt, den man mit einem Beutel Backpulver füllt
Und das macht man am besten mit einem Trichter, damit nichts daneben geht. Dann wird das eben übergestülpt über die Flaschenöffnung. Und dann kann man den Versuch nämlich starten, wann immer man will, wenn man es so Genau, wenn man es vorbereitet, ne? vorbereitet. Ich meine, klar, ist auch schön, wenn man es gemeinsam mit den Kindern macht, damit die sehen, wie das alles entsteht. Genau, und dann hoffen wir jetzt, dass es Ich funktioniert, bin ja. aufgeregt. Ja, also, Okay. Man hebt jetzt langsam den Luftballon und lässt das Backpulver, wenn es will, da reinrieseln. Was will. Und man sieht jetzt Es will schon, sehr langsam. ja, aber man sieht jetzt schon, da passiert was. Und Sie sehen jetzt hier, was passiert. Das sind so eigentlich wissenschaftliche Blähungen. Ja, weil Gas entsteht. Weißt du auf welches? Kohlendioxid. Ich hab Top, mich du hast auch vorher, ich nachgeguckt, habe ich auch auch. Jetzt habe ich nachgeguckt, gedacht, du ja. wüsstest es nicht und ich könnte mal glänzen. Also Kohlendioxid. Und es entsteht durch die Reaktion von Essig und Backpulver. Da kann man auch kleine Vulkane mit basteln. Das würde sich jetzt wunderbar auch für Dr. Proctors Pupspulver natürlich eignen. Ne? Wobei für den Gestank, da würde es jetzt nicht reichen, da bräuchte man noch Schwefel. Aber das haben wir jetzt hier in diesem engen Studio, haben wir darauf verzichtet, das auszuprobieren. Sie hätten ja auch nichts davon. Ne? Ja, eben, genau. Nur wir Nur wir hätten hätten was den davon. Ärger Genau. sozusagen. Aber ich finde Es es doch bläst sich immer recht, weiter auf. ja. Und Sie sehen jetzt hier den Olchi, ne, mit seinen Fühlhörnern, hat also drei Hörner, jeder Olchi. Ich finde es durchaus spektakulär. Also wenn mir das als Kind mal jemand so erklärt hätte, dann hätte ich auch Spaß dran gehabt. Es Ne? geht mir ganz genauso. Sehr schön. Genau, und für den Olchi-Effekt, finde ich, sollte dann so ein Experiment auch lustig ausklingen, damit die Kinder auch was zu lachen haben. Und es heißt ja wissenschaftliche Blähung und ich denke, dann zum Schluss sollte man dann auch versuchen, das entsprechende Geräusch Perfekt. Wir brauchen gar nicht unser Nein, extra, wir wollten nein. eigentlich noch einen extra Ja, doch, doch, Soundeffekt doch. Also, das reinbauen. ist dir zwar peinlich, aber du solltest es trotzdem machen, weil, wenn wir hier schon was bekommen, wo steht Chemie, mach was draus, dann Ja. möchte ich, dass du das bitte Liebe vorführst. Grüße an unsere Kollegin Sigrid Fahrer, die Furzkissen in ihrem Büro versteckt, aber okay, genau, Achtung. sonst hätten wir eigentlich jetzt noch so gemacht. Und das stammt übrigens aus einem ganz wissenschaftlichen Bereich der Frankfurter Buchmesse, wo spezielle MINT-Themen vorgestellt wurden. Das heißt, scheuen Sie sich nicht, sowas einzusetzen, der Erfolg ist Genau, garantiert. und Kinder mögen sowas. Auf jeden Fall. Ist ja auch nur menschlich, Ist sehr so. menschlich. Das heißt, wenn Sie jetzt Lust drauf bekommen haben, möchten jetzt eigenständig Aktionsideen entwickeln, gucken sich einfach ein schönes Buch an, vielleicht eins von unseren, vielleicht ein eigenes und überlegen erstmal, um was geht es in dem Buch. Kann ich das irgendwie auf MINT trimmen und welchen Teil davon könnte ich auf MINT trimmen? Das heißt, wenn man da ein bisschen Übung hat, kann man das wirklich mit jedem Buch. Und dann überlegt man, mache ich die kleine Aktion vielleicht als Einstieg zum Neugierig machen? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Geschichte über Schnecken machen würde, würde ich vielleicht am Anfang schon ein Schneckenhaus hinlegen. Die Kinder fragen, was sie drüber wissen und erst dann in die Geschichte und eventuell in die Sachinformationen einsteigen. Würde ich es begleitend machen oder so wie bei den Olchis als Abschluss? Das heißt, man macht sich so einen kleinen Plan und dann braucht man sich eigentlich nur noch zu überlegen, welche weiteren Materialien. Ich zeige das vielleicht hier noch mal ganz kurz. Ich habe hier eine ganze Schatzkiste mit allen möglichen Dingen rund um MINT. Welche weiteren Bücher oder Materialien brauche ich dafür? Sie gehen einmal durch Ihren Haushalt oder fragen mal in Haushalten mit Kindern nach. Ne? Da reicht auch schon ein Dominospiel, um mit Zahlen zu experimentieren. Oder ein Lego-Teil wie ein Rad oder ein Stoßdämpfer. Also zum Beispiel hier finde ich sehr eindrücklich, wie zum Beispiel ein Stoßdämpfer mit Lego funktioniert. Dass du Dann habe ich, alles zu was Hause ich hast. alles zu Hause habe. Ja? Also hier wäre noch ganz Ja. viel drin, aber wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Also einfach überlegen, was daraus ist mintig, was daraus könnte ich mit Witz und ein bisschen Spannung und einem spektakulären Effekt für die Kinder aufbereiten und was ist möglichst unaufwendig. Weil man Ja. sollte also sich nicht furchtbar viel besorgen, nicht furchtbar viel Vorbereitung. Da reicht wirklich so eine witzige Kleinigkeit. Und es sollte selbst Spaß machen. Ja, Und ich also kann, uns macht es ich, genau, Spaß. ich kann beteuern, uns hat die Vorbereitung, das Vorexperimentieren sehr viel Spaß gemacht. Genau. Genau. Hier haben wir jetzt nochmal alle Titel, die wir jetzt vorgestellt haben, noch einmal auf einer Seite zusammengefasst, damit Sie eben auch ganz leicht sich die Titel rausziehen können, auf die Sie jetzt neugierig geworden sind. Wir werden diese Liste natürlich dann auch für Sie später gemeinsam mit dem Webinar zum Zum Download. Downloaden zur Verfügung stellen. Genau. Und es gibt ja noch viel mehr Tipps und Aktionsideen, die für Sie schon aufbereitet wurden. Genau, im Netzwerk Vorlesen der Stiftung Lesen und auf der Website der Deutschen Telekom Stiftung finden Sie noch ganz viele weitere Medientipps mit passenden Aktionsideen, die auch
unter Christines Hand sozusagen entstanden sind. Genau, da finden Sie einfach ganz viele tolle Anregungen, wie Sie Ihre Vorlesestunden gestalten können. Aber wir haben ja auch gelernt, wie leicht das wirklich ist, selbst sich Aktionsideen zu entwickeln. Ja, und vielleicht noch mal eine beruhigende Nachricht. Es war mir nicht an der Wiege gesungen, dass ich mich mal mit MINT beschäftige. Und ich muss wirklich sagen, da braucht man keine naturwissenschaftliche Ausbildung dafür, auch keinen Beruf, der damit zu tun hat. Einfach auch nur Neugier und Spaß dran. Und ich muss jetzt aber gerade noch, wir haben noch die Zeit, wenn ich jetzt mein einfaches Wasserglas, ich kann mich überhaupt nicht mehr, ich kann überhaupt nicht mehr aufhören. Okay. Und man hat also, ich zeige es nur ganz kurz, eine Tomate, jetzt zum Beispiel nach dem Tomatenfest und wirft sie in das Wasser. Dann sinkt ja die Tomate nach unten. Weißt du auch warum? Weil sie frisch ist. Das war jetzt die falsche Konsequenz, die du daraus gezogen hast. Also weil die Dichte unterschiedlich ist. Das heißt, ich muss jetzt die Dichte des Wassers verändern. Das heißt, ich müsste jetzt praktisch hier Salz reingeben und das umrühren. Natürlich steigt sie dann sowieso erstmal ein bisschen an, die Tomate. Und es kommt auch darauf an, wie viel Salz sie reintun. Jetzt warten wir mal ein bisschen. Und dann müsste man, siehst du es? Wow, sie schwimmt oben. Jetzt ist sie schlecht geworden. Gut, also ich glaube, bei Frau Seibert üben wir noch ein bisschen. Aber Sie können sich das ja auch im Nachgang nochmal angucken, das Webinar mit allen Infos und vielleicht auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass andere Vorlesepartner mal reingucken. Das würde uns sehr freuen, auf jeden Fall, wenn die Leute den Spaß, den wir dran haben, auch entdecken würden. Genau. So, jetzt hätten wir nochmal Zeit für Ihre Fragen, bevor wir jetzt aufhören. Und wir sehen, wir haben einige Fragen bekommen. Genau. Für die, die den Anfang verpassen, wäre es sinnvoll, das als auch auf Aufzeichnung ansehen zu können. Ja, genau, das haben wir ja gerade gesagt, dass wir eben das Webinar auch online zur Verfügung stellen. Das ist ein Kompliment. Ja, ja. Das ist echt ein Kompliment. Die Tipps der Vorlesebasics fand ich super hilfreich, das freut uns. wir haben natürlich auf unserer Seite des Netzwerkvorlesens noch viel ausführlichere Tipps, jetzt speziell zur Technik des Vorlesens oder zur Vorleseaktion. Da können Sie noch mehr finden. Kann ich einfach ein Experiment mitbringen oder muss ich das mit jemandem absprechen? Ich würde grundsätzlich der Einrichtung sagen, was ich mitbringe. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass die Kinder das schon kennen, weil die machen ja selber auch ganz viel. Ja. Und ich würde einfach vorher sagen, nicht fragen, darf ich das, sondern einfach sagen, ich habe das und das vor. Und ich würde ohnehin in enger Absprache mit der Einrichtung meine Vorlesestunde planen. Und am besten im Garten vorher Sachen testen, so wie wir, dass man auch sicher gehen kann, dass nichts passiert. Genau. Welche Gruppengröße schlagen wir vor, Christina? Das ist die klassische Frage. Ja, genau. Ne? Also sagen wir mal so, je kleiner, desto intensiver. Wenn man es mit 3 oder 4 Kindern macht, können die Kinder natürlich mehr zu Wort kommen und man kann mehr auf sie eingehen. Wenn man eine sehr große Gruppe hat, nehmen sie halt zum Beispiel ein Sachbuch, wo sie keinen Spannungsbogen entwickeln, weil es dann eben unruhiger wird. Man sagt eigentlich, für eine Vorleseaktion so zwischen 4 und 7 Kindern wäre optimal. Meistens kann man sich es aber nicht aussuchen. Und wenn die Kinder merken, wie viel Spaß das macht, kommen sie auch alle. Dann muss man eben wissen, dass man nur kurz vorliest, den Wert auf die Experimente mehr verschiebt und mit den Kindern erzählt. Also das heißt, umso weniger Kinder, umso länger kann ich im Prinzip auch vorlesen. Richtig. Okay. Wenn man viele Kinder hat, erzählt man eher und probiert was aus. Wie ist das erste Buch? Das war Agathe. Das habe ich natürlich jetzt ganz nach unten geräumt. Agathe zählt die Sterne. Ein ganz wunderschönes Bilderbuch aus dem Knesebeck Verlag über eine neugierige kleine Giraffe. Sehr, sehr mintig. Genau, aber das finden Sie ja dann auch nochmal in der PDF. Genau. Ja, die Präsentation wird zu Teilen auf jeden Fall abrufbar sein. Gemeinsam mit dem Webinar werden wir die dann online stellen. Genau, also alle Infos, alle wichtigen, wesentlichen Infos werden auf jeden Fall auch downloadbar sein. Genau. Vielen Dank, hören wir immer gerne. Es war sehr anregend. Genau, wo finde ich die Liste? Genau, das zeigen wir jetzt gerne dann noch am Ende auf der letzten Seite. Da haben wir nochmal den Link eingeblendet, wie man direkt in den Netzwerk-Vorlesen-Bereich kommt, wo wir die MINT- und Vorlesen-Themen gesammelt haben, die Screencasts, die Medientipps und so weiter. Und eben auch die direkte Adresse zur Deutschen Telekom Stiftung, wo das MINT-Vorlesepatenprojekt platziert ist. Also das zeigen wir gerne nochmal am Ende. Wir schicken Ihnen aber auch gerne dann nochmal im Nachgang eine E-Mail, dass Sie direkt auf die Seiten kommen. Auch wenn inhaltliche Fragen sind, gerne, ne? Können Sie direkt an uns richten. Genau, es gibt auch das Haus der kleinen Forscher, genau. Gibt es speziell für Vorlesepartner oder Referenten auch eventuell Fortbildungen, die Forschung und Vorleseideen
verbinden. Das müsste man beim Haus der kleinen Forscher in Erfahrung bringen. Also ich glaube, dass das Haus der kleinen Forscher, die ganz wunderschöne Sachen machen, den Fokus mehr auf Forschung und MINT legen und wir mehr auf Vorlesen mit MINT-Bezug. Aber ich würde auf jeden Fall mal auf die Seite gehen und genau gucken. Also, für Vorlesepaten werden wir natürlich auch noch Präsenzseminare in diesem Jahr veranstalten. Genau. Wir wissen noch nicht genau die Termine. Es wird an verschiedenen Standorten in Deutschland stattfinden. Dazu sind Sie natürlich auch gerne nochmal eingeladen, auch wenn Sie jetzt mit uns das Webinar schon geschaut haben. So, jetzt sind wir auch kurz vorm Ende und würden Ihnen nochmal Danke sagen wollen. Und falls eben noch Fragen übrig geblieben sind, sind Ihre Ansprechpartner Stefanie Tate von der Deutschen Telekom Stiftung oder auch eben ich. Sie können sich gerne per E-Mail oder Telefon bei uns melden. Wir helfen gerne weiter oder leiten inhaltliche Fragen auch gerne mal weiter an Frau Kranz. Immer also, gerne. Wenn im Nachgang auch nochmal Fragen auftauchen, dann immer her damit. Wir helfen Ihnen gerne da weiter. Genau, und mehr Informationen zu den Projekten finden Sie unter den eingeblendeten Links hier. Die auch nochmal in den Download-Materialien auf jeden Fall auftauchen werden. Also da haben Sie dann genau, alles in der Hand. Sie bekommen dann alles an die Hand. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Es hat uns selber auch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Wir hoffen, Sie haben genug Input für Ihre nächste Vorlesestunde bekommen. Und ja, viel Erfolg. Ja, viel Erfolg. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.